mal dein traumhaftes, schönes, langes Haar nach hinten. Und einmal zurücklegen. Ist das angenehm so? Ja. Schön. Ich werde bei dir, Caroline, heute das feuchtigkeitsgebende Haarbad benutzen, welches dein unbehandeltes, schönes, langes Naturhaar wunderbar reinigen und gut säubern wird. Es ist wichtig, dass das Haar gut durchfeuchtet wird, gerade bei so einer Menge, wie es bei ihr ist. So, Caroline, bei deinem schönen langen Naturhaar verwende ich das feuchtigkeitsgebende Haarbad. Schau, so sieht die Flasche aus für dich zu Hause. Aber mit dem Kopf schön zurückbleiben. Dieses Haarbad trägst du von der Stirn an, beginnend über die Seiten, hin zum Nacken auf. Und arbeitest es ganz intensiv von der Kopfhaut beginnend in deine schönen, langen, traumhaften Haare. Damit es sich weiterhin richtig gut verteilt, gibst du ruhig nochmal etwas mehr Wasser rüber. Und ich glaube, das spürst du jetzt schon an deinem Kopf, ist eine erhöhte Schaumentwicklung zu spüren. Sämtlicher Schaum muss richtig gut abgespült werden. Der Vorgang wird ein zweites Mal wiederholt. Wieder richtig gut verreiben in den Händen und auf den gesamten Kopf verteilen. Und wieder etwas mehr Wasser zum Aufemulgieren benutzen. Und der Schaum, der dabei entsteht, der ist ganz sehr schön feinporig. Man hat das Gefühl, dass man so richtig schöne aufgeschlagene Sahne hier hat. Anhand dessen, dass dein Haar jetzt sich richtig quietschig anfühlt, du hörst das, stimmt's? Ja. Erkennst du, dass auch wirklich alles wunderbar abschamponiert ist und das Haar sowie die Kopfhaut richtig gut und gründlich gereinigt sind? So, und diesen Zustand haben wir jetzt erreicht bei ihr. Fahr mal bitte durch deine Haare jetzt nach dem Shampoonieren. Merkst du das? Ja. Wie quietschig das ist? Mhm. Genau so muss es sein und nicht anders. Okay?